Wir befinden uns hier auf der Sternwarte in Wien. Abgeschottet von der elektromagnetischen Strahlung herrschen hier die idealen Bedingungen, um Forschung mit dem Elektronenmikroskop zu machen. Was mich an meiner Forschung so interessiert, ist, dass ich die einzigartige Möglichkeit habe, Proben herzustellen, die sonst wahrscheinlich noch kein Mensch gesehen hat und diese Atom für Atom betrachten kann. Wir betreiben hier Grundlagenforschung. Ich forsche an zweidimensionalen Materialien und untersuche, wie sich diese unter externen Einflüssen wie Laser oder Luft verändern. Dieses relativ junge Forschungsfeld bietet mir die Möglichkeit, neue Physik zu entdecken. Für meine Dissertation ist dieser Aufbau ideal, da er mir erlaubt, Proben hier herzustellen und im Ultrahochvakuum im Ausschluss von Luft zum Elektronenmikroskop zu transportieren. Im Transmissionselektronenmikroskop verwende ich einen gebündelten Elektronenstrahl, um durch die Interaktion mit meiner Materie Informationen über die Probe zu erhalten. Der gebündelte Elektronenstrahl wird über die Probe gerastert und über die Streuungsinformation kann ein Bild rekonstruiert werden. Dieses Bild verwende ich, um dadurch Informationen zu erhalten, was mit meiner Probe geschehen ist. Das ist einer der wesentlichen Bestandteile meines Doktorats. Wenn ich nicht hier bin und Proben herstelle, diese manipuliere und mir diese Ergebnisse dann anschaue, dann bin ich bei der Probenauswertung, um diese Daten anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen dann zum Beispiel auf Konferenzen zugänglich zu machen.